Ja, hallo liebe Leute zur nächsten Folge. Es geht nahtlos weiter zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind in Pribislavec, in meinem Dorf, wo ich hoch bin. Wir sind auf dem Kampfplatz. Wer die letzte Folge gesehen hat, hat den letzten Fight gerade mitbekommen. Es geht um das Thema, wie mache ich mich stark, wie überlebe ich, wenn ich blutende Wunden bekomme. Und das ist kein Cheaten. Weil das ist ja so gewollt, dass man die Alchemie und die Kräuter einsetzt und die Tränke. Ihr könnt euch stark machen, bevor wir den anquatschen, weil danach könnt ihr es nicht mehr, dann seid ihr drin in dem Fight. Gehen wir also in unsere Nahrung. Oder ich sag euch nochmal, wer das letzte Video nicht gesehen hat. Bei den Buffs, ja, Spieler und Buffs anklicken. Mit Q mal die Information wegmachen. Wir haben immer noch eine Wirkung. Ihr seht es an dem blauen Feld. Da ist jetzt immer noch ein bisschen beim nächsten Fight von dem Vitalitätstrank, den wir in der vorigen Folge genommen haben. Wir haben nur an diesen einen Trank erstmal genommen. War schon ein Fehler, dadurch habe ich keine blutende Wunde bekommen. Weil ja der Vitalitätstrank die erlittenen Schäden um 50% verringert. Also der kann auf uns einhauen und zu 50% kann er keinen Schaden. Deswegen ist keine blutende Wunde entstanden. Hätte ich nicht nehmen sollen, um euch das zu zeigen. Aber ihr seht, was das für ein enormer Vorteil ist, wenn ihr in eine wirklich, wenn ihr Zeit habt, euch vorzubereiten und wisst, jetzt kommt gleich was. Und ihr reitet durch den dunklen Wald und sagt, das gibt's oder ich will jetzt Kuman hauen. Dann nehmt diesen Vitalitätstrank kurz bevor ihr am Camp seid und noch ein paar andere Tränke, die ich euch noch zeigen werde. Und ihr seid auf der sicheren Seite, ihr könnt gegen 3, 4 kämpfen und wenn ihr recht gut schon seid, dann schafft ihr das auch. Ja, ich meine, ich mache es ja eh mit dem Pfeil vom Pferd aus und erledige schon mal 50% der Leute und den Rest kann ich dann auch absteigen. Aber wenn ihr 4 Leute habt, dann wird es knapp. Und wenn ihr dann blutet, dann flieht und wenn ihr den Abstand habt, dass die Schwerter auseinandergehen, dann könnt ihr wenigstens diese Tränke nehmen. Den Verband immer noch nicht. Den Verband nur, wenn alle Schwerter verschwinden. Also da müsst ihr wirklich die Flucht schaffen. Und das am besten mit dem Pferd zu Fuß. Die sind so schnell. Manchmal finde ich, habe ich den Eindruck, ein bisschen zu schnell. Aber egal. Es soll ja auch schwer sein im Spiel. Solange das Schwert noch zu sehen ist, auch wenn es sich geöffnet hat mit etwas Abstand zum eigentlichen Kampf, könnt ihr euch leider immer noch nicht verbinden. Aber ihr könnt schon mal die Tränke nehmen und die helfen euch ja zu überleben. Ich sagte ja letztens, wenn ihr also bei der Nahrung hier anklickt, wenn ihr jetzt den wirklich am Verbluten seid, dann könnt ihr zum Teil den Hahn, der nimmt, gibt euch erstmal Energie und die Kraftlosigkeit weg. Wichtiger aber ist der Lazarus. Ihr müsst dazu sehen, dass er euch 5 Minuten irgendwo versteckt in Sicherheit bringt. 5 Spielminuten im Gaming sind ganz schnell rum und ihr seid wieder voll geskillt mit 100 Lebenspunkten. Ja, müsst euch entscheiden. Ihr könnt nur Lazarus oder Ringelblumen nehmen, weil die sich gegenseitig aufheben. Ringelblumen geht schneller. Wenn ihr keine Zeit habt, habt ihr in einer Minute immerhin 30 Lebenspunkte wieder. Das kann reichen, um zu überleben und aus dem Gefahrengebiet rauszukommen, damit ihr die Verbände anlegen könnt. Habt immer genug Verbände mit. Hebt die Lazarus auf. Ihr könnt also erst das Lazarus nehmen. Oder ihr nehmt erst, weil es schneller geht, das Ringelblumenaufguss. Dann habt ihr erstmal schnell 30 Lebenspunkte. Nimmt dann dazu noch den Hahnschreitrank, um auch Energie wieder zu kriegen, falls die euch hinterherkommen. Und dann hebt er das halt auf, indem er also dann danach den Lazarus-Elixier nimmt und es dauert zwar 5 Minuten, aber dann seid ihr wieder voll da. 100%. Nun könnt ihr wieder zurückkehren und könnt wieder von vorne anfangen. Und dann nimmt er, wenn er zurückkehrt, nimmt er wieder den Aqua Vitalis. Ja. Und wenn ihr ganz gemein seid, dann nehmt ihr hier noch den Wermut dazu. Dann seid ihr allerdings ziemlich betrunken mit 13%. Dagegen könnt ihr wieder das Katerbier nehmen. Wird das auch schon wieder eliminiert.
So, ein bitterer Kräuterschnaps, der eure Venen mit Stärke füllt. Deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf sind für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Also wenn du mit 15 geperkt bist oder geskillt bist, hast du volle Power 20, bist du nur bei 8, hast du immerhin satte 13 und so weiter und so fort. Du bist um 5 Stufen stärker. Du könntest dir sogar theoretisch dann die passenden Waffen nehmen, die du sonst gar nicht benutzen kannst. Und für 5 Minuten kannst du sogar mit den schweren Waffen kämpfen, die sonst gar nichts bringen, wenn du die mit deinem schlechten Perk benutzen möchtest. Das sagt dir ja dennoch die Anzeige an, dass du jetzt mit einer Waffe kämpfst, die gar nicht für dich geeignet ist. Und du damit wenig Schaden, eigentlich nur mehr Nachteile hast und wenig Schaden anrichtest. So, wir gehen in den nächsten Kampf. Und ich möchte kämpfen. Organisiert. Ich Ja, werde das mal let's jetzt go. Ich möchte alles kämpfen. Kämpfen und schneller regeln. machen, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. So, ich kenne die Sicher. Und? Regeln. Gegen wen willst du antreten? Jetzt nehmen wir mal einen erfahrenen Kämpfer, der wird uns jetzt böse Wunden Ich will gegen einen zufügen. erfahrenen Kämpfer antreten. Ihr seht schon im Gesicht, habe ich schon ein paar Schrammen vom letzten Kampf. So, ohne Rüstung, wir bleiben mal bei der einfachen Rüstung, damit wir noch schneller einen Schaden bekommen und ich auch nicht ganz so kaputte Nur mit einfacher Rüstung Rüstung. reparieren muss. Mit welchen Waffen soll denn gekämpft werden? Und mit richtigen Waffen, damit es blutig Authentisch. wird. Mit richtigen Waffen. Und wir nehmen wieder unser Kurzschwert mit Schild. Ist eigentlich egal, aber ach, wir können ja auch mal Streitkolben mit Schild Mit einem machen. Streitkolben. Und Das das tut sollen auch drei Stück. richtig weh. Los geht's. Da wird er mir allerdings meinen Helm kaputt machen. Aber der ist sowieso nicht viel wert. So, okay, also ganz kampflos werde ich jetzt nicht aufgeben. Also er kriegt jetzt auch was auf die Mütze von mir. Schon aus purem Ehrgeiz. Aber jetzt macht er eine Parade, wo er mir... Dafür wirst du büßen. Naja, erstmal nicht. Erstmal kriegst du auch jetzt. Passe ich mal bewusst nicht so auf. Aber dazu bin ich zu ehrgeizig, also um mich hier. Aber jetzt. Na, der ist zu doof. Aber jetzt macht. Jetzt gibt er mir eine mit. Weil ich mich nicht so richtig bewege hier. Jetzt haut er mir. So, jetzt. Gibt da mir eine mit? Das wirkt immer noch ein bisschen. Ihr seht, dieses eine Ding wirkt noch. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu ehrgeizig bin. Sonst. Ah, jetzt hat er mir eine mitgegeben. Und jetzt noch eine, weil ich nicht richtig pariert habe. Nicht Mal lange sehen, da. wann er mir eine Wunde. Ja. Hat das wehgetan? Ja, ich kann es nicht ganz sein lassen. Aber jetzt hat er auch gut pariert. Aber ich muss aufpassen, weil ich habe ihn auch schon wieder zu zwei Drittel runter. Ich mach mal jetzt nichts. Der soll mir mal richtig eine mitgeben. Jetzt habe ich schon eine leichte Kopfverletzung. Mal sehen, wann sie anfängt zu bluten. Ich wehre mich mal jetzt. Ist der nicht in der Lage, mir mal eine mitzugeben, Mensch? Mein Gott, ich muss aufpassen, dass ich die nicht kaputt mache. Der ist ja schon halb tot. Jetzt mache ich mal nichts. Bums. Ich muss aufpassen, dass es nicht wieder vorbei ist im Spiel, weil ich ihm eine mitgebe und er ist tot. Weil ich hab ihn hier schon wieder Scheiße. zu zwei Drittel runter. Der ist zu dämlich, mir eine blutende Wunde zu geben. Ah, jetzt. Ja, hau doch mal richtig zu. Nimm das. Ja, mach doch mal. Hau mir doch mal ein. Und ihr seht die gekreuzten Schwerter oben, jetzt könnt ihr gar nichts machen.
Mein Gott, ist immer noch kein Blut, jetzt sind da echte Waffen. Warum blute ich nicht mal? Will natürlich auch nicht sterben. Ach Scheiße, jetzt habe ich den ja. Jetzt hat der aufgegeben. Nee, noch nicht, Gott sei Dank. Jetzt darf ich gar nichts mehr machen. Also ein bisschen aufpassen muss ich, sonst schlägt er mich tot. Dann ist die Runde auch beendet. Ich darf eigentlich gar nichts mehr machen. Jetzt hau mir doch mal eine blutende Wunde. Weil ich hab ihn ja schon runter, der fällt ja gleich um. Ja. Der, mein Gott, also ich schaff das nicht zu bluten, ne? So, jetzt bin ich verletzt. Na gut, dann kann ich euch jetzt mit dem Blut, das geht ja sowieso im Kampf nicht. Es ging also jetzt, wenn ich jetzt bluten würde, dann könnte ich mich verbinden. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Ich bin einfach zu hoch geskillt, sorry. Ihr seht, ich habe ja nun einen Fehler nach dem anderen gemacht. Habe keine Kombos, ich habe überhaupt nichts gemacht, ja. Und der war trotzdem schon auf 10% runter. Ich glaube, der hat aufgegeben, deswegen ist ja der Kampf beendet worden. So, und ich habe kaum Schaden. Das ist der Vorführeffekt. So. Was können wir denn jetzt noch machen? Jetzt versuchen wir, wir haben ja noch ein bisschen hier Zeit. Wir machen es jetzt mal nochmal mit Holzschwertern. Ich weiß nicht, es ging fast mit den Holzschwertern einfacher, hatte ich den Eindruck, ja. So, ich werde mich jetzt auch nicht heilen, mit keinen Tränken. Ich will angeschlagen bleiben. Organisiert, ja. Ich möchte kämpfen. Kennst du die Regeln? So, das tue ich. Jetzt nehmen wir einen erfahrenen Kämpfer, aber Holzschwerter sicherheitshalber, weil ich will jetzt auch nicht, dass der alles kaputt macht von meiner Rüstung. Wir nehmen keine ordentliche Rüstung, dann haben wir einen Helm auf. Wir bleiben bei der einfachen Rüstung. Nur mit einfacher Rüstung. Und ihr seht, wie toll euer Ort ist, ja. Ihr könnt hier kämpfen und üben. Ihr braucht nicht mehr zu dem Robert, wartet ja, ich bringe nur Bernhard oder Robert. Ich glaube, Robert ist in Ratei, ne? Bernhard ist in Talmbach. Braucht ihr nicht immer extra zu denen hinreiten, ihr könnt alle Tür hier machen. So, mit Übungswaffen. Nur mit Übungswaffen. Okay, was nehmen wir jetzt mal? Jetzt nehmen wir, was hatten wir letztens? Streitkolben, ne? Nehmen wir jetzt mal Axt und Schild. Das ist mal was anderes. Mit Axt und Schild, eine ungewöhnliche Kombination. Los geht's. Genau. Habe ich es mittlerweile auch geschafft auf 20, Gott sei Dank, ja. So, ich wehre mich wieder nicht viel. Nur ein bisschen, damit er mich nicht gleich tot haut, weil es ja ein erfahrener Kämpfer. Ich kann es nicht sein lassen, ja. Ich kann es nicht sein lassen. Mal sehen, ob ich ihm von oben eine mitgeben kann. Ja. Jetzt habe ich ihn gerade so schön in der Ecke. Weg mal ein bisschen verhauen und ärgern. Ja, dann kriegt er immer eins in die Nase. So, dass er richtig sauer wird. Okay. Ja, jetzt tu mir doch mal weh. So, jetzt zeig mich nicht viel wert. Na gut, das kann ich mir jetzt nicht gefallen lassen. Muss ich ihm leider mal eine mitgeben, damit der richtig sauer wird. Und schön immer rauf auf die Mütze. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihn nicht zu sehr treffe. Na, jetzt kriegt er allerdings eine mit. Machen wir richtig ein bisschen ärgern. Ja, da auch gut pariert. Ah, wie zu langsam, ihn mal von der Seite zu erwischen. Ja, jetzt hat er mich schön ausgekontert.
Ja. Ja, Junge, so nicht. Da hüpfe ich doch mal zur Seite. Ja, jetzt hat er mich wieder erwischt. Ah, der ist zu schwach, der Kämpfer. Das ist einfach... Weiß nicht, ich hab doch schon einen Fortgeschrittenen genommen, oder? Jetzt habe ich ihn in der Ecke. Ja, du kannst nicht sein lassen. Reizt mich zu sehr, den zu ärgern. Weiche Knie, glaube ich nicht. Jetzt kriegst du erstmal eine voll mit und noch eine übergebraten. Mal sehen, ob das als Kombo gilt. Und ihr seht, was ich für eine lange Ausdauer habe, ja, mit meinen 20er Skill und 20er Verteidigungsskill. Ja, ich mach mal jetzt gar nichts, jetzt wirke ich mal nicht. Ja, hau mir mal richtig ins, auf die Birne. Mal sehen, ob ich anfange zu bluten. Werd auch jetzt nicht keine Kombo, kein nix machen. Ich werde mal auch jetzt nicht verteidigen. Mein Gott, der ist ja nicht in der Lage. Ja, aber immerhin kann er schon mal gut ausweichen als erfahrener Kämpfer. Ah, daneben hier hauen. Ja, jetzt habe ich ihn in der Ecke und jetzt hinten einen rauf. Genau, das wäre jetzt mit scharfen Waffen vermutlich schon nicht ausgewiesen. Und nochmal ein. Ach, da bin ich nicht richtig nach vorne gegangen. Muss natürlich aufpassen, wenn er. Dass er schnell. Also mit den meisterhaften Schlägen bin ich schon ganz gut. Aber mit den Kombos bin ich auch immer noch viel zu schlecht. Ja. Also. Die waren jetzt einfach nicht gut gemacht. Meisterhafte Schläge bringe ich schon eine ganze Menge, halt schon ein paar hundert. Aber Kombos, da bin ich irgendwie immer noch nicht so gut. So, jetzt wäre natürlich mit meiner... Na, wir wollen doch nicht ausfallend werden, ja? Nur weil es nicht so läuft, wie du willst, Junge. Ja, da hast du nie aufgepasst, mein Lieber, aber ich hab leider... Ah, jetzt habe ich ihnen schön eins auf den Oberarm gegeben. Und auf den Rücken, auf den Pockel nochmal, aber der ist schon ganz gut. So, jetzt geht meine Ausdauer zurück. Aber da brauchen wir nur mal schnell einen Meter weg, dann ist sie wieder da. Also, mein Gott, der ist auch nicht in der Lage, das ist ja wirklich lächerlich, ich schaff das nicht, das ist der Vorführeffekt. Ja, jetzt mach ich doch mal nichts, Junge, du mach mir doch mal eine blutende Wunde. Mach doch extra nichts. Ja, das können wir auch. Ich mal, dir mal eine mitzugeben. Naja, gut, ist halt der Vorführeffekt. Und das ist das Problem, wenn man eben schon so einen starken Skill hat. Ja, dass ich also so eine Ausdauer und Kraft habe, dass der also auch Probleme hat.
Ja, ihr seht ja, wie lange ich hier angreifen kann, ohne dass meine Ausdauer runtergeht. Ja. Das ist eben der Vorteil, wenn man Verteidigung, Ausdauer, Kraft alle 20 hat. Ja. Wenn ich jetzt noch eben die Tränke nehme, also dann könnt ihr euch wirklich mit mehreren anbieten. Ja. Ja, meine Ausdauer geht einfach nie runter. Ich halte den ständig in Atem, den Kerl. Und das ist jetzt hier ein virtueller Kämpfer, zwar noch kein Veteran, ja, aber der hat natürlich, die Kumanen haben nicht so eine Ausdauer oder die einfachen Räuber da. Also nur einige wenige im Spiel, wo man wirklich höllisch aufpassen muss, die wirklich gut sind. Ja, jetzt wäre er schon wieder mit meinem Riesen, weiß nicht wie heißt der, noch eins über dem Streitkolben vom Vogt, da gibt es noch einen, den ich habe, also der ist dann ganz übel. Der hat eine Kraft von 61. Wenn ich da jemand einen Schlag auf den Schädel gebe, dann ist der im Eimer. Der hat eine so große Wucht, dieses Teil. So, Mecken mal ein bisschen in die Ecke drängen. Ah, der ist schon gut mit seiner Verteidigung. Immer noch kein Blut. Naja, das wird's vermutlich auch nicht werden, ja. Tja, ich kann mich hier dem nicht anstellen. Der schafft es irgendwie auch nicht so richtig. So, ich mache nur keine Verteidigung, ja. Trotzdem, mein Gott, trotzdem krieg ich einen richtigen bösen Schaden, ja. So, ich mach das Schild nicht hoch, nix. Ja, jetzt wäre er schon tot, ja. Aber ihr seht, da ihr könnt wunderbar hier in eurem eigenen Übungsding, ihr könnt wunderbar üben mit wirklich guten Kämpfern. Also das sind in Rattay die ganzen Knechte da aus den verschiedenen Rittergefolge von Harnisch und von Ratzig und so. Oder die Bogenschützen und wer da immer alles antritt. Die sind nicht so gut. Ja, also die hier, da haben sie gute Sparingspartner genommen, ja. Also, wo man wirklich wunderbar jetzt wäre er hingewiesen, ja. Wenn nicht keine Holzschwerter wäre, sondern echter wäre er im Eimer gewesen. So, jetzt kriegst du erstmal einen Tritt, Junge, und mal sehen, von unten, von oben. Aber mit den Kombos bin ich ja leider immer noch nicht so gut. Ich kann mir die nicht ganz so gut merken. Trotzdem reichen die Sachen aus, um mit den meisten Gegnern klarzukommen. Dürfen die bloß nicht zu viele sein. So, jetzt kriegst du eine mit und noch eine hinterher. Ah, gut. Gut ausgewichen. So, jetzt kriegst du eine auf die Nase. Ja, der dreht sich geschickt weg, ja. Ist halt ein erfahrener Kämpfer. Ah, gut pariert. Also, ihr seht, diese
Diese, ja, leck mich auch. So, diese, ja. Ja, meine Ausdauer, die ist wirklich immens, ja. Wenn ich da noch am Anfang denke, mein Gott, da war man ja so schnell platt, ja. Da habe ich auch jedes Mal Haue bekommen. Jetzt wäre er auch weg gewesen. Man hat selten so einen guten Kämpfer wie den hier, ja. Also der ist wirklich was mit meiner Maus, die ist wieder zu empfindlich gerade. So, jetzt würde ich also so einen echten Gegner unheimlich schwächen, indem ich ihn einfach fertig mache mit meiner Ausdauer. Ja, der kommt faktisch gar nicht mehr. Der macht da irgendwann natürlich Fehler mit den Verteidigungen. So, jetzt muss ich erstmal wieder kurz zurück. Ja, hau mal schön ins Leere. Und noch. Ja, da habe ich jetzt nicht schnell genug reagiert. Also holt euch die DLC mit dem Kampfplatz und mit dem Bogenschießen, ja, auch ganz wichtig. Ich meine, da brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich kann ja da nichts mehr lernen in meiner Skillung, weil da habe ich ja schon alle die Höchste, aber es macht Spaß, einfach nur mal so zum Feierabend, sag ich mal, zum Schießen zu gehen. Oh, und auf den Rücken einen rauf. Und das wäre jetzt mit einer scharfen Waffe für ihn tödlich gewesen. Wo bist du denn? Meine Maus ist manchmal ein bisschen zu schnell. Ja, die muss ich mal was einstellen, habe ich mit einem. So, da habe ich dich schon wieder und das wäre normalerweise dein Ende. Und jetzt noch eine hinterhergeben. Ja, die sind schon gut, ne? Die können sich gut verteidigen. Aber das ist eben eine wahnsinnig tolle Übung, weil ich meine, da diese primitiven Räuber, ja, also mein Gott, und die ohne Waffen da mit einer Keule ankommen, das ist ja wirklich erbärmlich. Die tun einen ja fast schon leid, ja. Nicht, und da ist es schon toll, wenn man hier einfach mal mit so einen Kämpfern üben kann. Die hat übrigens auch so eine Kotardi oder wie die Jacke heißt. Also den hätte ich jetzt schon dreimal. Ja, normalerweise. Diese Drehung da, die habe ich auch noch nicht so richtig raus, wie die das machen. Die muss ich auch noch üben und lernen. Also perfekt bin ich wahrlich auch noch nicht. Kämpfen, es reicht aus, um meistens doch durchzukommen und zu überleben, aber dieses Wegdrehen und so, ja, so diese Finden und so, da dieses Wegdrehen, das habe ich irgendwie auch noch nicht so richtig kapiert, wie das eigentlich funktioniert. Ja, ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt so weit bin, weil am Anfang war ich ja doch mehr nur so Alchemiemeister, Jäger, eben Pferde, ein guter Reiter und so, da konnte ich wenigstens gut fliehen, ja, aber also die sind schon gut mit den Schildern und die Konter und ich bin manchmal ein bisschen zu langsam. Trotzdem hätte ich den natürlich schon längst gehabt, ja, also schon so viele meisterhafte Schläge gehabt, wie man die nennt, ja, also solche Dinger mit der richtigen harten Waffe, das ist absolut nicht, ja, wenn das trifft. Auch bei einem selber, ja. Ich meine, wenn der jetzt so eine
Axt mit einer Kraft von 30 oder...